Preisverleihungen gibt es ja viele, doch diese hier ist eine Premiere. Musiker David Timm bekommt aus den Händen von Weltstar Ecke Sommer im Festsaal des Penta-Hotels die erste goldene Zigarre überreicht. Einen Preis der Peter-Degner-Stiftung. Für den Leiter des Leipziger Universitätschores ein bewegender Moment. Ich bin sehr dankbar, dass ich ausgewählt wurde, diesen Preis zu erhalten. Die Freude darüber ist eine völlig andere als die, die man hat, wenn man Musik macht. Die ist unersetzlich, aber auch die Anerkennung für das, was man tut, ist natürlich eine sehr schöne Sache. Die goldene Zigarre steht für verdienstvolle Kulturarbeit. Mit 3000 Euro dotiert soll sie diejenigen fördern, die Leipzigs Kultur aktiv mitgestalten. Der erste Preisträger ist für Initiator Peter Degner auch die erste Wahl. Das ist ein Mensch und Musiker und Künstler, der alles, was ich auch liebe, in sich verbirgt. An allererster Stelle Seele. Der hat ein so bescheidener Mensch, so viel Begabung und der muss, in 5 Jahren ist das ein ganz großer für unsere Stadt in Leipzig. Laudatorin Elke Sommer hatte in den letzten Tagen die Möglichkeit, Leipzig und die Umgebung kennenzulernen, fühlt sich schon als halbe Leipzigerin. Diese Preisverleihung ist für die 71-Jährige Ehrensache. Peter Degner hat mich in Los Angeles angerufen und sagte, er möchte gerne, dass Leipzig mich ein bisschen besser kennenlernt und ich wiederum Leipzig ein bisschen besser kennenlerne, weil er so sehr an der Stadt hängt. Wirklich, wirklich mit ganzem Herzen. Die weltweit bekannte Schauspielerin, Sängerin und Malerin singt auf der Bühne Songs aus ihrem Leben. Preisträger David Timm spielt Klassik mal anders. Das Preisgeld will er an verschiedene Initiativen spenden, auch in Leipzig.